Hallo, meine liebe Fans. Am 3. Juni erscheint mein neues Doppel-CD-Album. Wir haben die Zeit des Lockdowns genutzt, um für euch großartige Songs aufzunehmen. Nun haben wir zum Ende des Lockdowns noch eine große Tragödie in der Ukraine. Ein toller Song auf meinem Album hat den Titel »Lass dir die Freude nicht verderben«, der natürlich nun in einem ganz anderen Kontext wirkt. Wir haben nun entschlossen, diesen Song dennoch zu veröffentlichen, dass er auch Hoffen und Zuversicht sowie Frieden transportieren soll. Ein anderer Song mit dem Titel »Wann werden wir uns wiedersehen« war natürlich auch mit einem ganz anderen Hintergrund produziert und getextet worden. Im Hinblick auf die vielen Flüchtlinge hat dieser Song nun natürlich auch ein ganz anderes Wirken und soll im aktuellen Zusammenhang Zuversicht spenden. Es wäre schön, wenn alle Menschen Freunde wären, unabhängig von der Religion, Hautfarbe, Geschlecht, Ausrichtung. Ich wünsche mir Frieden für unsere wunderschönen Planeten. Euer Roberto.